Liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Mafia 3. Eine der letzten Folgen in diesem Let's Play, liebe Leute. Aber auch das nächste Projekt wird auf jeden Fall cool werden, nämlich World War Z. Ja. Und seid live dabei, wenn ich mich verschlucke. Ja, wir sollen einen Diakon, oder Diakon, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, der Thousand Union finden. Also diese Sekte, die wir da ausgehoben haben. Also, das machen wir doch auf jeden Fall noch. Warte mal, hier unten noch einen Typen oder so. Warte mal, die hole ich mir, die zwei. Die stehen nämlich schon länger da rum. Das sind drei Stück. Zwei weniger. Scheiße, den hat er noch nicht ganz erwischt. Komm her. Jetzt ist er weg. Ich wollte die drei Typen da noch holen. Ich weiß nicht immer, was das für welche sind. Aber das hat mir schon eine Weile, ist mir schon immer aufgefallen, wenn ich hier wieder zurückgefahren bin. Dass immer wieder diese drei Typen da die ganze Zeit umgestanden haben. Und dachte mir, yo, die holst du da mal kurz eben noch mit weg. Das waren wie gesagt nur drei, das ging ja dann relativ fix. Aber ihr habt das vor ein paar Folgen auch gemerkt. Auch mal durchaus 2, 3, 4 Gegner nur, Anführungszeichen, können einem auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten machen. Wo das mit dem fliehenden Informanten war, die Folge. Ich glaube, die hieß ja auch so, die hieß, glaube ich, sogar der fliehende Informant. Aber da haben wir echt so ein bisschen unsere Schwierigkeiten gehabt mit der Folge, also mit der Mission und alles drum und dran. Ja. Ab und an soll das auch mal passieren. Naja. Man sollte nicht unbedingt alles auf die leichte Schulter nehmen. Das ist klar. Naja. So, wir fahren jetzt hier zu runter. Oh. Sind wir hier runter? Nee, sind wir nicht. Okay. Wollen wir noch ein Stück weiterfahren? Hier liegen wir auf dieser kleinen Schnellstraße. Wir haben eine gute 500 Meter. Ah, wir sollen den Typen finden. Okay. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an St. Angelo, wer sich erinnert. Das heißt, es dauert manchmal ein bisschen. Die müssen wir nämlich dann irgendwie noch anlocken. Ich hoffe zumindest, dass sie irgendwann mal aus ihren Schlupflöchern kommen. Oder der eine. Ich will jetzt irgendwie nicht Pfeffer versinken, hä? Weil das Problem, solange die hinter mir sind, kann ich nämlich hier nicht viel machen. Scheiße, der Spaß.
Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte helfen, weil ich Telefon brauche. Na doch. Dieser schwarze Bastard hat mich erwischt! Was ist aber auch mal gut, Kollege. Duval, wo ist er? Das wirst du schon sehen. Er trommelt ein paar Jungs der Union zusammen, um dann Arsch zu jagen. Heute Abend, oben in der Nähe vom alten Aussichtspunkt. Schätze, sie müssen wohl ohne dich anfangen. Okay, jetzt zur Verdammung der Southern Union. Das haben wir gemacht, soweit. So. Die Karre können wir natürlich jetzt nicht mehr gebrauchen. Also, wenn wir tatsächlich mit einem anderen Auto fahren, nämlich mit dem hier. Na dann, auf geht's. Diese Jungen scheinen uns tatsächlich ein bisschen mehr Ärger zu machen, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte die so nicht so ganz voll genommen eigentlich. So eine Sekte und alles drum und dran, um Gottes Willen, das passiert ja manchmal. Aber manchmal sind die echt gefährlich. Also das ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht nur Scientology, die definitiv sind. Ich glaube auch in Deutschland wird es wahrscheinlich einige Sekten geben oder einige kleinere Sekten geben, die man nicht unbedingt provozieren sollte. Ich kenne jetzt Gott sei Dank keinen, ich hatte mit den Leuten Gott sei Dank noch nicht viel zu tun. Aber sowas kann auch mal... Oder kann auch ein bisschen in die Hose gehen. Das ist jetzt nicht nur in diesem Spiel. Aber es macht Laune. Es macht wirklich, wirklich Laune. Das Spiel erinnert mich wirklich an diese ganzen alten... Moment. Die alten GTA-Teile. Ich mache ja parallel momentan auch noch GTA 3. Das hat auch durchaus ein bisschen was mit Mafia zu tun. Also ein bisschen die gleichen Wirkungsstränge. Oder Spieleideen. Aber eigentlich ist das ganze Ding hier eigentlich nur ein kompletter Rachefeldzug gegen Sam Marcano und seine Jungs, die uns quasi nach diesem Banküberfall, den wir eingangs des Let's Plays, oder zumindest einer der ersten Folgen war das, gesehen haben, dann verraten haben. Verraten, verarscht. Jetzt machen wir ganz Stück für Stück Feierabend mit den Jungs von... Boah, Alter. So, erledige Remy Duval ist die nächste. Zwei Leute stehen. Hast du gesehen, wie sie angerauscht gekommen sind? So aufgedonnert mit ihren edlen Weißen. Mal. Ich bin in Frisco und habe ein paar Ziele im Visier. Muss nicht weiterreden, ich bin schon unterwegs. Wir stehen hier in den Ruinen des vorigen Jahrhunderts. Genau an dieser. Ist nicht wahr, oder? Auf den Schießen! Jemand sollte die Polizei rufen! So, mein Freund. Dein Ende.
Ja. Die Wahl ist erledigt, der zweite auch. Wir haben eine Trophäe bekommen, da draußen herrscht Krieg. So. Mit deinem Scheißwetter. So, wir haben ein nächstes Ziel, hoffentlich, wahrscheinlich. Das heißt, Olivia Marcano erledigen. Wir sollen es aber erstmal mit Donovan treffen. Das heißt, wir brauchen ein Auto. Und das ist ein Supermarkt. Das heißt, es sollte kein Problem sein eigentlich. Ohne Probleme ein Auto sich zu organisieren. Wo haben wir denn ein schönes? Was es jetzt nicht unbedingt stört. Dann nehmen wir... Haben wir keinen Sportwagen oder so weiter? Sondern nur die alten. Anführungszeichen Rostlauben. Scheinbar nicht. Aber cool. Scheint mir schon funktionieren bei dem Wetter. So. Genau. Remy de Waal ist tot. Wir hören es gerade ganz leise noch im Radio. Ich habe bewusst halt, wie gesagt, das Radio sehr leise angedreht. Aber ich bin vielleicht mal ruhig momentan. Na, man hört hier nichts. Ja, wir sollen uns mit Donovan treffen und dann geht's der guten Olivia Marcano an den Krag. Und eventuell danach Cell. Dann hätten wir nämlich dann... Oh, guck mal, unser Auto steht hier noch. Erinnert sich die Jungs, die wir da angesetzt bekommen haben auf uns. Die wir dann da Gott sei Dank geholt haben. Oh mein Gott, und mit einer Scheißkarre, da muss natürlich genau aus der Ecke rausgeschossen kam. Und das kostet mir wieder so ein Scheiß ein bisschen von meiner Panzerung. Da steht der gute Donovan. Oh, da scheinen wohl Feinde zu sein. Ja, alles gut. Damit würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3.